Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Neo 2. Wir haben die wohl vermutlich letzte Abkürzung freigeschaltet, die wir hier in diesem Level noch bekommen werden. Und ich bin sehr gespannt. Wir haben hier ein paar Yokai-Nebel, um die ich mich auf jeden Fall noch gerne kümmern möchte. Außerdem, ja, bin ich gespannt, ob uns dieser Weg im Speziellen jetzt eventuell noch einmal nach oben zu einer gewissen Kiste führen wird. Ich bin gespannt. Also, oh, hi. Okay. Hab jetzt nicht mit, oh je, mit so einem gerechnet. Oh, scheiße. Na, großartig. Mist. Oh. Oh nein. Shit. Als ob. Das gibt's nicht. Genau falsch vom Timing her ausgewichen, so ein Dreck. Ich habe ihn viel zu sehr unterschätzt. Ich habe mich gefreut, dass es keiner der schlimmeren Yokais gewesen ist und deswegen habe ich ihn auf die leichte Schulter genommen. Das war ein Fehler. Bam! Nicht da. Bam! Den Wuchtkonter für die Angriffe. Alter. Den Wuchtkonter muss ich ja für die Angriffe auch drauf haben. Alter, nein, 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 nein. Das gibt's nicht! Alter, ich kotze! Ich hatte ihn doch! Das ist doch unfassbar! Ich bin wieder zu gierig geworden! Das kann doch nicht wahr sein! Meine Fresse, ey! Im letzten Part habe ich noch gegen Gegner gekämpft, die viel mehr draufhalten als der Drecksack. Ja, klar. Nicht da. Bam! Richtig. Oh, 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 was zur Hölle? Na? Nichts da. So! Meine Fresse. Der hätte schon eigentlich schon beim ersten Versuch direkt liegen müssen. War da was? Nee. Oh. So, goldener Geisterstein, großer Geisterstein, Soldatenspeer, Schreibset. Keine Ahnung, wo ich das Goldene auf einmal hergenommen habe. Also da bin ich gar nicht in der Lage hochzukommen und da sehe ich schon wieder so einen hoppelnden Dämonen. Hm. Hier ist auch nochmal ein Dämon. Oh, hi. Ja, genau. Jawohl. Voll erwischt. Oh, es wäre jetzt geil gewesen, wenn ich ihn noch ins Feuer hätte stoßen können. Oh, du Sau. Ja, lauf ins Feuer, lauf ins, du Trottel. Alter, ist der doof. Der ist ja richtig dumm. Guck euch den mal an. Ha! Ui. Okay. Bam! Geht doch. Guck mal, der liegt first try. Geht doch. So muss das laufen. Und nicht anders. Puh. Okay, ich habe leider immer noch nicht den Weg gefunden,
Ups. Der nötig ist. Ich glaube, hochklettern werden die nicht können, oder? Oh, shit. Der ist doch respawned. Ich kann aber noch weiter hochklettern. Oh. Hier ist auf jeden Fall wieder einiges los. Oh Mann. Eins nach dem anderen. Meine Priorität sollte der Wasserbottich sein. Ich wollte gerade sagen, wie viele von denen, die da liegen, sind noch am Leben. Das ist nicht gut, wenn so viele von denen noch am Leben sind. Okay. Vielleicht wäre er nur dann aufgestanden, wenn ich zu weit weiter gegangen wäre und dann hätte er mich schön von hinten überraschen können. Nee, ist klar. So, da investiere ich den Pfeil für den letzten Hinabsteigen. Alter, da ist ein Kodama. Na toll. Vorsichtig. Oh Gott, da ist ja... Oh Gott, ey. Egal, wo ich hingehe. Wer hat mich jetzt entdeckt und warum? Naja, so oder so. Oh Gott, ich habe auf den gehofft. Für alle anderen. Oh nein. Für alle anderen Gegner wäre hier kein Platz gewesen. Nein, nein. Nein, das gibt's nicht. Ich bin so ein Trottel. Scheiße. Ich hätte ihn an einen Ort locken sollen, wo ich etwas besser kämpfen kann. Das war jetzt doof. Shit. Aber wenigstens die Yokai-Nebel konnte ich entfernen. Das ist ja immer ein großer Vorteil. Damit ich es in der Zukunft leichter habe, an gewisse Passagen ranzukommen. Alter, nein, 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 komm, komm, komm. Oh. Eng. Einfach weiter. So. Ja, ja, der steht automatisch auf. Okay. Und den hier direkt so erledigen. Besser ist es. Okay. So, du kommst jetzt mal hier rüber. Nee, ist klar. Ja, jetzt habe ich nur noch... Oh, oh, heilige Pfeile. Bam! Zack, zack. Nein! Nein, 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 nein! Oh Gott! Blech. Widerlich! Mist! In die falsche Richtung gespielt! Oh! Ich weiß, ich könnte auch meine Yokai-Kraft einsetzen, aber bei so einem kleinen Tim, bei so einem Gegner, kommt es mir wie Verschwendung vor. So. Erstmal auf Nummer sicher gehen. Oh, das große Feuer in der Mitte ist weg. Okay. Locke eines Onmyo-Magiers. Ja, darauf habe ich gewartet.
Scheiße. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Aber eigentlich ist das ganz gut. Solange jetzt nicht einer zu mir runterkommt. Alter, come on! Scheiße, was? Was? Hä? Kacke. So ein Dreck. Komm, dich nehme ich mir einzeln vor. Oh, nein, das gibt's nicht! Echt jetzt? Mit so einem lamen Angriff? Ey, heute ist echt der Part der billigen Tode, oder was? Das gibt's doch gar nicht, ey. So ein billiger Tod ist ja echt peinlich. Unfassbar. Oh. Könnte ich reiern, ey. Zum Glück entdeckt der mich nicht. Der Dämon mit seinem dreckigen Tritt am Ende. Wen wolltest du denn damit packen? Ich war es bestimmt nicht. Ja, ja. Damit habe ich schon gerechnet, den Drecksack. Der eine Mensch da echt nichts mitbekommen. Wow. No, no. Ah, das war zu früh. Scheiße. Boah, eng. Jetzt hätte er mich beinahe mit der Combo gekriegt. Das war eine enge Kiste. Aber er hat gut Pfeile gedroppt. So. Das war nicht schlecht. Der Kampf hat mir gute Erträge gebracht, tatsächlich. Wait, what? Ach ja, du. Bei dem nächstbesten Kampf könnte ich das Kätzchen eigentlich einsetzen. Hier in der Mitte von der Schmiede, da war doch wieder irgendeine... Oh Gott, hi. Ah ja, stimmt, den habe ich ja schon so ein bisschen sauer gemacht. Oh Gott, was war bei den Viechern nochmal die Regel? Ich weiß es gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Hm. Es muss eine Möglichkeit geben. Moment. Hierüber hoch.
Dann hier rüber, dorthin. Das scheint mir die einzige Möglichkeit gerade zu sein. Oh Gott, nein. Wow. Hammermäßig. Und noch verkackt. Wenn, ich hab's durchs Feuer versucht und noch verkackt. So. Wenigstens das habe ich jetzt hingekriegt. Okay, sehr gut. Jetzt kann ich das hier wenigstens auch nochmal öffnen als kleinen Shortcut. Wow. Ist hier ein Yokai-Nebel direkt an dieser Stelle? Oh, hier ist ein Yokai-Reich. Okay. Ja, es ist jetzt schon klar, wer das verursacht. Na dann, auf in den Kampf. Aber wenigstens nicht zu früh. Zu früh hätte starke Konsequenzen gehabt. Ja! Nein! Gibt's nicht. Nach dem Wuchtkonter darf ich nicht zu gierig werden. Das ist mein größter Fehler. Okay. Mein nächstes Ziel steht fest. Puh. Klar, ich kann jetzt auch theoretisch direkt zum Bossgegner laufen. Das ist mir durchaus bewusst. Aber warum sollte ich? Ups. So. Hier runter. Anschließend hier rum. Darum. Wait. Jetzt habe ich eins vollkommen vergessen. Da werde ich mir doch jetzt einfach mal das kleine Kätzchen zu Hilfe holen. Streicheln. Gegen einen solchen Gegner kann ich die Katze, glaube ich, gut gebrauchen. So. Wow, no, no! Alter, verpiss dich. Holy shit. Oh Gott. Den Angriff habe ich ja noch gar nicht gekannt. Wow. Wow, Alter. Verzieh dich. Okay, hab ihn erwischt sogar. Sehr gut. Nice. Geil. Oh, und noch ein Seelenkern. Oh, alter Text, Ippon Datara Hammer. Nice. Oh, das Kätzchen hat mir richtig gute Unterstützung geboten. Geil. Sehr gut. Hast du fein gemacht. Hast du ganz fein gemacht. Sehr schön. Ich glaube, mehr gibt es hier auch nicht zu holen. Reicht ja auch. Nice, nice. Das Kätzchen hat mir gute Dienste erwiesen. Sehr gute sogar.
voll gut. Alles klar, damit hätte ich ein weiteres Mysterium sozusagen gelöst. Bin ich irgendwie in der Lage... Oh, aua, du Sau. Ja toll. Diese, dass die Feuer immer an so ungünstigen Stellen sein müssen. Klar, da oben komme ich auch nochmal weiter, aber ne, dafür muss ich erstmal ein bisschen rumsprinten. Tschüss. La 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 la. Scheiße. Ich bin hier gerade ein bisschen ungünstig. Shit. Aber sowas von ungünstig. Junge, runter da. Okay. Och, Alter. Der hat auch gar nicht aufgegeben, ne? So, mein Gott. Man kann auch ein Ticken zu hartnäckig sein, ne? Jetzt überlege ich gerade, komm. Ich hätte gar keinen Grund, an dieser Stelle nicht alles in Sicherheit zu bringen. Sowohl den Seelenkern als auch meinen Ritter. Komm. So, Seelenkern gereinigt. Ipondatara Seelenkern. Ausrüstungsdroprate, Animaladung, Gegenstandsdroprate. Nice. Nicht übel. So, und Geschicklichkeit. Für das Kotodama. Wait. Kusarigama, Entschuldigung. Meine Güte. Kommen hier schon mit den ganzen Bezeichnungen komplett durcheinander. Ja, das hier ist echt ein kompletter Ausräucherungspart, wo ich wirklich nach und nach mich um die einzelnen Dämonen kümmere, die hier die gesamte Schmiede ausfüllen. Das ist schon krass. So, als nächstes möchte ich mich um dich kümmern, Kollege. Ist zwar sehr, sehr eng hier, aber was soll's. Bam! Und der Fußtritt. Mann, ich habe auf den Fußtritt gewartet. Bam! Nein, nein, nein! Oh! Okay. Trotz des geringen Platzes hat es doch noch geklappt. Überraschenderweise. Und du hast was bewacht? Na, netten Loot. Generell, ich sollte auch mal wieder ein kleines bisschen meinen neuen Loot durchgucken und schauen, ob ich da irgendetwas Neues, Brauchbares gefunden habe. Jägerglefe, Kusarigama des Spions. Zinnoberglefe. Yumi-Langbogen, habe ich zwei neue. Durchbohrende Projektile, Goldbilanz. Gegenstands. Ah, schwierig auf all diese Boni jetzt auch zu verzichten. Getarnt, erlittener Schaden, Autoregeneration, Feuerschutz, Schutz gegen andere Reiche, gerade Feuerschutz wäre gerade gut. Ich rüste den probehalber schon mal aus, gucke, ob was Besseres noch da ist. Goldbilanz, Kieferbrauch, Kie, erlittener Schaden, ich glaube nicht. Kürass, Amrita-Bilanz. Leider nichts
Ähnliches. Hier auch Amrita-Bilanz. Oh, hier. Plus 1%. Angriffsschaden, bloße Hände und Goldbilanz auch noch. Wow, nicht übel. Gar nicht übel. Erlittener Schaden, Fall am Ritterbilanz. Okay. Hier vielleicht auch am Ritterbilanz. Erstmal nicht. Kürbisflasche. Oh, sehr viele neue. Was haben wir denn da alles? Sehr viele neue Accessoires. Goldbilanz, Ki Anima, Seelenkernbilanz, Glücksbonus, Amrita-Bilanz. Wow. Amrita-Bilanz und Seelenkernbilanz. Nicht übel. Und Glücksbonus für die Amrita-Anzeige auch noch. Also an sich relativ gut. Nehme ich. Gut. So. Ja. So. War ein bisschen eng mit dem Key, aber hat ja geklappt. No. Ups. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Steuerkreuz links gedrückt. Jetzt habe ich irgendetwas benutzt, glaube ich. Was ich nicht wollte. So. Nicht nochmal runterfallen. Damit ich den hier einsammeln kann. Jawohl, alle Kodama-Geister dieser Mission wurden zum Schrein geführt. Geil, ich habe alle gefunden. Ha! Mega. Mega, mega. Ja, von hier aus komme ich nicht zu dem Kodama-Schrein, der hier drin ist. Das wird nicht drin sein, aber von hier aus komme ich wahrscheinlich dorthin. Oh ja. Bam. Nein, come on. Oh. Aber wenigstens so ausgewichen. Das ist auch schon mal was wert. Oh, Kolonne. Kolonne. Puh. Zum Glück beide noch erwischt. Wo der andere jetzt herkam... Kein Plan. Aber Hauptsache, ich konnte beide noch erledigen. Gerade so. Oh, hoppala. So. Okay. Vorsichtig. Oh. Schmiedeschlüssel. Ach so, ich hätte eh nicht durch die Tür gekonnt. Ich habe den Schlüssel gebraucht. Ah, das ist natürlich okay. Das ist, erklärt einiges. Oh, pardon, jetzt habe ich doch nochmal eine Hustenattacke bekommen. Aber alles im Lot. Ah, mit anderen Worten, alles, was ich bislang getan habe, war doch nicht so ganz optional und umsonst. Das ist gut zu wissen, ehrlich gesagt. Das ist sehr gut zu wissen. Ich glaube, so langsam aber sicher habe ich hier alles Mögliche erforscht. Nochmal Geschicklichkeit oder Konstitution? Na komm. Das Key könnte ich eventuell auch demnächst mal wieder, oder überhaupt mal verbessern. So, sehr schön. Ich habe immer noch nicht den einen Bereich hier vergessen, hier draußen. Shit. Sehr gut, Hauptsache der eine ist down. Oh, hi. Ha. Und bam.
Ha? Wow. Oh nein. Nein! Das gibt's nicht. Mieser Hund. Boah. Das hatte eine höhere Reichweite als gedacht. Eine viel höhere. Mit Abstand. Alter Vater, damit habe ich nicht gerechnet. Komm, komm hier rein, komm hier rein. So. Scheiße. Zwei Pfeile voll verschwendet. Zwei Pfeile voll verschwendet, ja. No, no, no! Das gibt's nicht! Ich wollte noch ausweichen, als ich den roten Nebel gesehen habe, aber weil ich mitten in meiner Angriffsanimation war, konnte ich nicht abbrechen. Gott! Kann doch nicht sein. Ich habe jetzt die ganzen schweren Yokai-Gegner besiegt und dann verliere ich gegen so einen Pimp. Warte mal. Ja, ich habe mich gerade eben noch daran erinnert, dass hier draußen ja auch noch ein verdammter Bogenschütze sein Unwesen treibt. So. Eiserne Kleve. Und ein Elixier. Auch noch. Okay. Ist der abgehauen? Hat er einen anderen Weg zu mir gesucht? Egal. Du Sau. Doch nicht. Egal, hier wird er mich eh nicht treffen können. Ein anderer Bogenschütze scheint hier auch nicht zu sein. Schon mal gut. Servus. Bist du alleine hier? Ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Aha. Doch noch ein Bogen. Aua, Schütze. Und ich bin voll schlecht ausgewichen. Richtig. Richtig schlecht ausgewichen. So, ordentlich Zeug. Geil. Oh, hallo. Warum kann ich da jetzt nicht hin? Eine heiße Quelle. Laber. Wieso komme ich da nicht hin? Da, mich trennt nur ein kleiner Holzzaun von dem Ort. Als ob ich den nicht zerschlagen könnte. Gibt's doch nicht. So ein Bullshit. Wie komme ich da ran an die heiße Quelle? Hä? Muss ich hier irgendwo einen Ausgang finden? Aus der großen Schmiede? Aber das... Ach ja, klar, Mann, ich Trottel. Ja. Es ist doch logisch. Ich glaube... Man muss ihm entweder eine blaue, grüne oder also eine blaue, eine gelbe oder eine rote Geste zeigen. Ich, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, ist es quasi ein Glücksspiel. Ich habe ihm ja schon eine blaue gezeigt. Das heißt, entweder rot oder gelb ist die Antwort. Ich sag gelb. Oh nein. Voll falsch. Scheiße. Dreck. Naja, komm, ich hab nichts zu verlieren. Nice!
besiegt. Okay. Hat zum Glück noch geklappt. Cool. Nurikabe-Fragment haben wir bekommen. Und da ist unsere erste heiße Quelle. Ah, schön. Gönn dir. Wunderbar. Und ich bekomme die Bronzetrophäe Heilbad. Nice. So. Jetzt dürften wir aber wirklich alles geschafft haben hier in der Schmiede. Denke ich. Wir haben alle Kodamas, wir haben die heiße Quelle, wir haben hier so ziemlich alles erkundet, alle Yokai besiegt. Also in meiner Erinnerung gibt es da jetzt ehrlich gesagt keinen Ort mehr, an dem ich noch nicht gewesen bin. Mit anderen Worten, wir können uns eigentlich dem Boss dieses Levels widmen. Nach all der Zeit, endlich. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Für heute würde ich erst einmal sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.